Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Ihren Arbeitsalltag und um die Frage, wie Sie darin möglichst gesund bleiben können. Denn die unterschiedlichsten Probleme können ja an uns zerren und auch vielleicht uns überfordern und schließlich krank machen. Im schlimmsten Fall rutschen wir dann immer tiefer in die Krankheit und fallen womöglich lange aus. Die Firma Insight Interventions GmbH ist eine Tochter des Asklepios-Konzerns und bietet Konzepte an, um Mitarbeiter zu entlasten. Bei mir ist Franziska Bauske, sie ist die Leiterin Business Development and Sales der Insight Interventions GmbH. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank für die Einladung. In welchen Bereichen können Sie mir als Arbeitnehmer helfen? Wir können Ihnen tatsächlich in allen Bereichen helfen. Das Leben ist bunt, das Leben ist vielfältig und Sie können uns zu allen Themen anrufen, kontaktieren, wie auch immer. Wir helfen Ihnen in allen Bereichen weiter. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Es fängt an bei der Geburt, beim Kinderwunsch, da helfen wir weiter. Es geht über die Kita-Platzvermittlung. Es geht um Themen wie Konflikte am Arbeitsplatz, Konflikte mit den Mitarbeitern, Stress, Burnout. Es geht aber natürlich vielleicht auch um Themen wie Partnerprobleme, die meinen Alltag beeinflussen, auch mein Berufsleben beeinflussen, bis hin zur Pflege. Wenn meine Eltern pflegebedürftig sind, Angehörige pflegebedürftig sind, wenn man Unterstützung braucht, wenn man da Rat braucht, man kann uns zu allen Bereichen kontaktieren. Wahrscheinlich dann auch Umzug, vielleicht auch das Haus verkaufen. Zum Beispiel auch bieten wir auch eine Rechtsberatung an, wenn man verschuldet ist, wenn eine Trennung ansteht, große finanzielle Probleme stehen. Genau, dann kann man uns auch kontaktieren und dann finden wir auch eine Lösung und einen Beratungstermin für Sie und genau, können Ihnen weiterhelfen. Das heißt ja im Grunde, dass Sie versuchen, möglichst, dass ich meine Arbeit tun kann, erfüllen kann, an meinem Arbeitsplatz sein kann, wenn es so sein muss und trotzdem das nebenher läuft, also wenn es zum Beispiel außerhalb der Firma jetzt sein soll. Richtig. Wir unterstützen die Mitarbeiter, also unsere Klienten in allen Bereichen, wo Probleme anstehen, damit der Mitarbeiter weiterhin seiner Arbeit nachgehen kann, weiterhin die Leistungsfähigkeit bestehen bleibt und dass diese Probleme nicht schwerwiegender werden, dass er nicht in eine Krankheit abrutscht. Und da unterstützen wir und da bieten wir frühzeitig Hilfe an. Dann haben Sie ganz viele Experten im Hintergrund, oder? Richtig. Wir haben 60 Festangestellte bei Insight Interventions an den Hauptsitzen Frankfurt und auch in Hamburg. Und wir beraten, wir haben ein großes Beraternetzwerk, über 300 Berater im deutschsprachigen Raum, die uns da unterstützen. Und was sind das für Berater zum Beispiel? Das sind Berater zu allen Fachrichtungen, ob Anwälte, Juristen, Ärzte, Psychologen, Pädagogen, alles, was gebraucht wird, was wir beraten. In den Bereichen haben wir dann auch entsprechende Berater. Ja, die Sie dann kontakten können. Angenommen, die Firma, für die ich arbeite, also Asklepios zum Beispiel, ist ja bei Ihnen auch ein Kunde. Also angenommen, die Firma, für die ich arbeite, hat mit Ihnen so einen Vertrag. Wie komme ich denn dann mit meinem Anliegen zu Ihnen in Kontakt? Die Mitarbeiter der Unternehmen, die wir beraten, die melden sich über eine bestimmte Hotline oder über das Online-Portal bei uns an und kontaktieren uns. Das kann unterschiedlich sein, per Telefon, per Chat, per E-Mail, wie auch immer. Und dann finden wir einen Weg, eine Lösung für den Mitarbeiter, für das Unternehmen. Genau. Okay, das heißt also, ich schreibe Ihnen zum Beispiel eine Mail und wer ist da zuerst am anderen Ende? Als erstes werden Sie von unseren Case Managern empfangen und die gucken ganz genau, was brauchen Sie wann. Weil die Themen sind manchmal vielleicht nicht so ganz klar. Bei dem Thema Pflege der Angehörigen als Beispiel verbirgt sich ja nicht nur das reine Ausfüllen der Dokumente, wie gehe ich davor,
Das kann natürlich auch eine Komponente mitspielen, dass es mir selber als Betroffene schlecht geht, weil ich mich um Angehörige kümmern muss. Und ich brauche zum einen einen juristischen Rat, wenn es um die Papiere, um die Anmeldung geht. Vielleicht aber auch für mich selber eine Unterstützung, einen Berater, mit dem ich mal sprechen kann, um diese Situation aufzuarbeiten. Und so empfängt sie unser Case Manager und guckt, welche Beratung ist die richtige für sie. Wann ist diese Beratung richtig? Und der koordiniert dann entsprechend die Termine für mich und bringt mich in die Gespräche und zu den richtigen Fachberatern. Ja, also gerade wenn ich zum Beispiel Belastungsprobleme hätte damit, also wenn ich jetzt eine psychologische Belastung hätte, heißt das dann, ja, da können wir mal gucken, vielleicht können wir mal im Vierteljahr einen Termin machen, denn dann muss es ja schnell gehen. Es muss schnell gehen und das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade in dem Fall, den Sie angesprochen haben. Es muss schnell gehen und da greifen wir ein und da unterstützen wir. Bis es vielleicht zu einem Termin kommt, können ja manchmal bis zu 1,5 Jahre vergehen. Ja, ja. Und wir möchten schnelle Hilfe anbieten, wir möchten schnelle Unterstützung anbieten und vermitteln schnell einen Termin bei einem entsprechenden Fachberater. Ja. Und also manchmal ist ja, ich sag mal so, bevor man sich bei Ihnen meldet, wird der Druck schon sehr groß sein, der innere Druck. Haben Sie dann auch so eine Art Soforthilfe? Wir können natürlich in Krisen, in Notfallsituationen können wir sofort beraten. Und das ist auch ganz wichtig. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die Notfälle treten natürlich nicht nur am Tag auf, sondern auch in der Nacht. Deswegen sind wir immer ansprechbar. Und wir vermitteln je nach Schwere entweder sofort oder wir finden möglichst schnell einen Termin für Sie. Das kann nächste Woche sein, das kann in 2, 3 Tagen sein. Wir sind aber immer sehr bemüht, möglichst schnell einen Termin zu finden. Und wir haben auch spezielle Angebote für zum Beispiel Patienten mit Burnout-Symptomen, dass wir eine anonyme Therapiegruppe haben, die sich online trifft, damit der Patient möglichst schnell aufgefangen wird und möglichst schnell Hilfe erfährt. Und das ist auch unser Anliegen, schnell zu vermitteln, schnelle Hilfe zu bieten, damit die Spirale nicht weiter gedreht wird, damit es nicht zu schwerwiegenden Erkrankungen kommt, damit es nicht zu langen Ausfallzeiten kommt und damit es der Person, dem Menschen möglichst schnell wieder besser geht. Ja, jetzt gerade schön, dass Sie Burnout ansprechen. Das ist ja etwas, über das nicht jeder gerne spricht, von dem auch vielleicht nicht jeder möchte, dass der Arbeitgeber davon erfährt. Da gibt es ja immer noch sehr unterschiedliche Meinungen darüber. Wenn die Firma doch bei Ihnen ja Kunde ist, kann ich mich denn darauf verlassen, dass nicht gleichzeitig mein Arbeitgeber davon erfährt, dass ich eigentlich völlig am Ende bin? Der Service bei uns ist absolut anonym. Das heißt, das Unternehmen, der Vorgesetzte, wer auch immer, erfährt nichts von der Beratung. Es kann absolut anonym durchgeführt werden. Der Mitarbeiter kann sich natürlich mit seinem Klarnamen bei uns melden. Er kann aber auch ganz anonym bei uns anrufen, uns kontaktieren. Und niemand erfährt seinen Namen. Es wird auch kein Geschlecht verraten oder es bleibt absolut anonym. Und dafür werden wir auch jährlich und regelmäßig datenschutzzertifiziert und haben ein strenges Qualitätsmanagement, dass wir das auch wirklich gewährleisten können. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ja. Aber Sie vermitteln ja mir dann unter Umständen einen Therapeuten oder Sie haben vielleicht sogar einen in Ihrem eigenen Bestand. Irgendwann geht es ja dann doch an die Krankenkasse oder zurück zum Arbeitgeber? Nein, es bleibt absolut unabhängig von der Krankenkasse. Wenn wir natürlich irgendwann an eine stationäre Therapie-Reha-Einrichtung übergeben, vermitteln, dann ist natürlich so ein Punkt, wo die Krankenkasse eingeschaltet wird. Die komplette Beratung bei uns, die kompletten Gespräche bleiben absolut anonym. Davon erfährt nichts die Krankenkasse und nichts das Unternehmen. Und diese Beratung ist auch so lange, wie der Mitarbeiter, der Klient Beratung benötigt. Manchmal platzt der Knoten nach 1 Stunde, manchmal braucht man dafür mehrere Termine, dann ist es so, aber es ist die ganze Zeit über absolut anonym, absolut vertraulich, niemand erfährt davon. Wer zahlt das? Das Unternehmen, in dem der Mitarbeiter beschäftigt ist, das Unternehmen kauft
unterschiedliche Pakete, unterschiedliche Angebote bei uns ein und das Unternehmen zahlt dafür. Das ist ein Mitarbeiter-Benefit. Genau. Was ist der Benefit für das Unternehmen? Das Unternehmen hat motivierte, leistungsfähige Mitarbeiter und der Vorteil ist natürlich, dass Mitarbeiter nicht krank werden oder gar nicht erst in eine Krankheitsspirale geraten, sondern dass sie möglichst frühzeitig geholfen wird und sie somit weiterhin arbeitsfähig sind, im Unternehmen bleiben können und gar nicht krank werden, gar keine Ausfallzeiten entstehen. Und der Benefit ist einfach auch, es dient der Mitarbeiterbindung. Ganz klar, die Mitarbeiter fühlen sich wohl, fühlen sich wertgeschätzt und das ist ja auch einfach ein gutes Zeichen, wenn sich das Unternehmen um die psychische Gesundheit von den Mitarbeitern kümmert. Das ist ja auch eine Anerkennung. Ja, und nehmen Sie Unternehmen jeder Branche? Wir haben ein großes Portfolio an Unternehmen, an Kunden. Wir sind in jeder Branche vertreten. Wir haben Referenzen in jeder Branche. Wir haben kleine Unternehmen mit 4, 5 Mitarbeitern. Wir haben aber auch große Unternehmen mit 20.000 Mitarbeitern. Wir können im Prinzip jede Branche gut bedienen und für die da sein, ja. Und wie hört sich dann so ein Feedback an, das Sie aus der Firma bekommen? Wir kriegen unterschiedliche Feedbacks von Kunden oder Klienten und die sind durchweg positiv. Das bestätigen auch immer unsere regelmäßigen Kundenumfragen, die wir durchführen. Und da kriegen wir sehr gutes Feedback und sind da im sehr engen und guten Austausch über unsere Kundenberatung mit unseren Unternehmen. Und das zeigt auch einfach das Vertrauensverhältnis zu unseren Unternehmen, die uns wirklich schon sehr, sehr lange treu sind. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke. Und wir sehen uns wieder auf YouTube, Facebook, LinkedIn oder Instagram. Werden Sie gesund.